Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ich, Arman Krylov, und mein Kollege Kameramann Mohamed Savani begrüßen euch aus Heidelberg. Und im Rahmen von unserem Projekt Approbation für Anfänger werden wir unsere Kollegen aus Lübben befragen. Mhm. Akram, er hat vor kurzem Fachsprachprüfung und auch Kenntnisprüfung abgelegt und wird bald anfangen im Bereich von Anästhesiologie. Und wir werden heute über eine Fachsprachprüfung ein bisschen reden. Ja? Hallo Akram. Hallo. Und kannst du uns bitte erzählen, im vorherigen Video, du hast schon alles über Fachsprachprüfung erzählt. Mhm. Sag mir bitte, wie hast du dich für die Kenntnisprüfung vorbereitet? Also ich habe die Vorbereitungskurse besucht, vor 3 Monaten, glaube ich. Und danach, nach dieser Vorbereitungskurs, habe ich, glaube ich, auch 3 Monate zu Hause viel gelernt. Ich habe von 2 Büchern gelesen, 50 Fälle innere Medizin und 50 Fälle auch Chirurgie und auch ein bisschen von der Ambus-Webseite. Das war eine sehr hilfreiche Webseite. Kann man auch viel von Ambus lernen. Zum Beispiel die CT und MRT-Bilder sind sehr hilfreich dort. Und es gibt auch Endsport. Ich habe von Endsport auch gelesen und das war sehr hilfreich. Ja, habe ich schon mal gehört über Endsportbuch. Es ist auch, ja, dort sind nur die wichtigsten Eckpunkte, die werden bei den Prüfungen befragt. Ja? Es ist so ein Stapel von verschiedenen Büchern für bestimmte Fächer. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich über ein großes Thema lese, dann werde ich von Endsport lesen. Es ist ein, wie ein, wie kann man das sagen? Es gibt auch auf Englisch, das Buch heißt Davidson. Mhm. Ist nicht vergleichbar mit Davidson, aber ich meine, es gibt so viel zu lernen von Endsport. Mhm. Mhm. Gut, kannst du bitte sagen, wo hast du deine Prüfung abgelegt? Ich habe meine Prüfung hier in Baden-Württemberg, in Mannheim. In Mannheim, also wenn man hier in Baden-Württemberg im Regierungspräsidium die Unterlagen geschickt hat, kriegt man verschiedene Orte, zum Beispiel Stuttgart. Glaube ich, Stuttgart glaube ich nicht, also es gibt Freiburg, Mannheim, Baden-Baden oder Heidelberg, aber ich habe die Prüfung in Mannheim gemacht. Mhm. Gott sei Dank habe ich auch bestanden. Gut, prima, herzlichen Glückwunsch. Danke. Kannst du bitte erzählen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, wie war der Ablauf in deiner Prüfung? Also hier in Mannheim zum Beispiel, es gibt dort eine Schauspielerpatientin, nicht erst Patienten wie zum Beispiel in Freiburg. Und die Ablauf der Prüfung war zum Beispiel, das dauert, glaube ich, 5 oder 6 Stunden insgesamt, aber man macht zum Beispiel 30 Minuten eine Anamneseerhebung. Mit einer Anamneseerhebung soll man auch auch vollständige kolbische Untersuchung durchführen. Und mit der kolbischen Untersuchung danach hast du eine Kursepause, glaube ich, für 1 Stunde und 15 Minuten. In dieser Pause solltest du die Dokumentation schreiben. Also du schreibst alles von Anamnesia und auch was hast du gemacht in der kolbischen Untersuchung und so weiter. Und danach hast du noch eine Pause. Also diese Prüfung besteht aus 4 Teilnehmern. Deswegen du musst ein bisschen warten vor die anderen. Okay? Und dann nach der Dokumentation, die gibst du die Dokumentation ab und wartest du noch vor 1 Stunde, bis die Prüfer kommen zu dieser Raum. Sie wollen von dir, dass du auch zum Beispiel kolbische Untersuchungen durchführen vor die Prüfer. Sie fragen dich, ob du zum Beispiel Atmungssystem durchführen kannst und ob du auch zum Beispiel Puls messen, Blutdruck und was anderes. Also vor die das Prüfer. Heißt, am Anfang du machst alles selber und dann nachher, nach einiger Zeit, kommen die Prüfer und werden das auch nochmal mit dir durchführen, beziehungsweise du musst zeigen, die bestimmte Techniken, die Prüfung anfordern. Ja, ja. Gut, und dann nachher geht es weiter zum Oberarztgespräch, zum theoretischen Teil. Theoretische Teil, dann nach dieser kolbischen Untersuchung solltest du rausgehen, danach wartest du noch 1 Stunde, dann gab es auch die Erstarztgespräch, das dauert 45 Minuten und es gibt 2 feste
Dinge, zum Beispiel, ich meine, innere Medizin und auch Chirurgie sind fest, aber die drei Fächer sind, die Dreifache ist nicht fest. Mhm. Es kann sein auch Pharmakologie oder Mikrobiologie oder auch Radiologie. Gut, kannst du uns ein bisschen erzählen über deine Prüfung? Ja? Was für einen Patient hast du gekriegt? Mein Fall war Bandscheibenvorfall. Mhm. War mein Bandscheibenvorfall mit einem, mit einer Patientin. Und also ich habe auch die Orthopädie-Untersuchung durchgeführt. Mhm. Gut, auch alle anderen Gelenke hast du auch überprüft, die, wie heißt das, die Knie oder Ellenbogen? Die Knie, Ellenbogen zum Beispiel, zum Beispiel Kalfmuskulatur und zum Beispiel Laser-Untersuchung und so weiter. Neurologische Untersuchung auch dazu? Nein, nicht dazu. Mhm. Gut, und dann, wer war der dritte Prüfer bei dir? Der dritte Prüfer war Radiologie. Mhm. Sie haben ein paar Bilder mir gezeigt und ich soll diese Bilder beschreiben, zum Beispiel Aortendissektion zum Beispiel und auch Pneumothorax. Mhm. Das war nicht so schwer. So, also hier in Baden-Württemberg, also wenn man gut vorbereitet ist, kann man auch die Prüfung gut bestehen. Gut. Welche Fragen, die du bei deiner Prüfung gekriegt hast, waren die schwierigsten? Die schwierigsten? Warte mal, ich erinnere mich nicht daran genau, aber das, es gab nicht so viele schwierige Fragen, glaube ich. Das war nicht so schwierig. Zum Beispiel, mein Fall war zum Beispiel Bandscheibenvorfall, ist sehr bekannt. So, wenn man gut vorbereitet, braucht man zum Beispiel ein bisschen Glück, dann besteht ein bisschen Glück, ja, natürlich. Ohne Glück geht es nicht. Ja, aber manche Leute denken, das ist immer Glückssache. Ich würde immer sagen, der Punkt, wenn die richtige Zeit trifft, die genügende Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ja? Die Leute, die haben nicht so gut sich vorbereitet, können einfach die gute Situation nicht ausnutzen. Gut, hast du irgendeine Empfehlung für unsere Kolleginnen und Kollegen? Also man soll sich gut vorbereiten vor die Prüfung. Also man nimmt auch die Zeit vor, die deutsche Sprache gut zu beherrschen. Mhm. Und ich glaube, für uns hier zum Beispiel in Baden-Württemberg, die Schwierigkeit ist nur, die Termin zu kriegen. Das ist das Problem. Aber was anderes ist, es gibt gar nicht was anderes. Also alles gut. Alles wäre. Das war gut. Sehr gut. Vielen Dank. Wenn euch das Video hat gefallen, dann bitte einmal Daumen hoch lassen. Immer Daumen hoch. Genau. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie das unten in die Kommentare. Und wenn Sie haben Kolleginnen und Kollegen, die von so einem Video profitieren könnten, dann bitte einmal auch das Video teilen. Ja? Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal und sagen Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.